Heute für euch 5 Dinge, die Menschen in ihrem Körper schmuggeln wollten. Los geht's! Fangen wir an mit der Nummer 5. Alles. Kennt ihr das auch? Man kann sich oft einfach nicht für das eine oder das andere entscheiden. Das gleiche Problem hatte auch der 34 Jahre alte Neil Lansing. Neil musste für längere Zeit ins Gefängnis. Allerdings wollte er nicht auf seine Drogen verzichten. Also hat er sich kurzerhand dazu entschlossen, einfach ein paar seiner Drogen zu schmuggeln. Aber wie? Viele Möglichkeiten gibt es da ja nicht. So hat er sie in einem Kondom versteckt, welches er dann in sein Rektum geführt hat. In dem Kondom waren über 30 verschiedene Sachen, darunter sogar ein Feuerzeug und eine Spritze. Mann, Mann, Mann. Und die Nummer 4, Pistolen. Auch hierbei war der einzige Weg das Rektum. Für die meisten von euch scheint das wohl unmöglich. Tja, für den guten Michael Lean war das aber wohl kein Problem. Er versteckte in seinem After einen 38mm Revolver mit einer Länge von ca. 25 cm. Er hat ihn versteckt, nachdem er betrunken Auto gefahren ist und ins Gefängnis musste. Allerdings wurde die Waffe bei der Kontrolle im Gefängnis entdeckt. Da gibt man sich solche Mühe und wird trotzdem nicht gelobt. Machen wir lieber schnell weiter mit der Nummer 3, MDMA bzw. Ecstasy. Diese Droge ist perfekt zum Schmuggeln, da sie so klein ist. Das dachte sich auch eine Frau aus den USA. Der Unterschied zu den vorherigen beiden Männern ist, dass sie dieses Mal nicht ihren After zum Schmuggeln benutzt hat. Ihr werdet es nicht glauben, aber sie hat einen Fake-Schwangerschaftsbauch benutzt, um darin mehrere tausend Pillen zu schmuggeln. Respekt an die Idee, aber die Wahrheit kommt dann wohl immer ans Licht. Und die Nummer 2, Heroin. Heroin gehört zu einer der am leichtesten zu erwerbenden Drogen. Außerdem ist sie im Vergleich zu den Drogen mit der gleichen Wirkung sehr günstig. Das macht sie zu einer beliebten Droge, die sehr gerne geschmuggelt wird. Zwei Leute aus Thailand haben versucht, Heroin zu schmuggeln, indem sie sie in kleine Päckchen taten und sowohl oral als auch anal eingenommen haben. Leider haben die beiden vergessen, die Päckchen wirklich gut zu verschließen. Diese sind dann aufgegangen und die beiden Schmuggler an einer Überdosis Heroin gestorben. Tja, so schnell kann's gehen. Und da sind wir auch schon bei der heutigen Nummer 1. Sägen. Hört sich erstmal komisch an, ist aber wirklich so passiert. William H. Mason gehört zu einem der Klassikerfälle. Im August 1934 entkam er aus einem Gefängnis, in dem er die Metallstangen durchsägte. Und zwar mit der Säge, die er in seinem Holzbein versteckt hatte. Tja, so kann man sich seine Behinderung zu Nutzen machen. Übrigens, damals haben die Wächter noch nicht so gut darauf geachtet, ob etwas geschmuggelt wird oder nicht. Deswegen war es für ihn auch so leicht, nicht damit erwischt zu werden. Trotzdem ein einzigartiger Ausbruch. Apropos Ausbrüche, jetzt könnt ihr euch noch die 10 krassesten Gefängnisausbrüche anschauen. Auch ein sehr spannendes Video. Dazu einfach hier klicken oder den Link in der Videobeschreibung benutzen. Das war's für heute, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao.